So, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS und 15. Ja, dieses Mal mit Häckseln für die BGA. Die BGA hat gerade aufgemacht, es ist ein bisschen neblig hier. Aber das ist shitneal, denn wir spielen das Ganze mit Curseplay. Ja, oder Curseplay oder wie auch immer. So, Case Puma steckt im Verkehr fest. Da müssen wir mal gucken, warum. Ach so, ja, wegen dem da. Müssen wir auch mal, falls es angezeigt wird. Ich weiß es gar nicht, wo war denn das? Okay, der fährt los. Dann muss der ja. Ja, der ist so gut wie voll. Und da hinten sieht man schon, da kommt der. Da kommt der John Deere ganz, ganz langsam. Ich habe gerade ein paar Frame-Einbrüche, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich liegt es am Nebel, aber ich will das auch nicht festlegen. So, ich habe den Kurs zwar eingefahren. Und ja, scheint auch alles gut zu sein. Aber ihr werdet jetzt dabei sein, ob es wirklich klappt oder nicht. Wo war das denn? Abladen bei 5 km/h, okay. So, da fahren wir nämlich mit dreien. Einmal mit dem Fendt, einmal mit dem John Deere 7180. Bullshit. Mit dem 78er hier vorne, mit dem Fan fahren wir und wir fahren mit dem Case. So, der sollte jetzt rein theoretisch zu dem dahin fahren. Und soll befüllt werden. Der andere sollte jetzt rein theoretisch auch folgen. Aber ich sehe noch nicht. Ich weiß noch nicht, was der macht. Wo hängt denn der fest hier? Was macht der denn? Was machst du hier? Oder wartet der noch? Ich weiß es nicht. Drescher automatisch finden. Aktuell hat der gar keinen. Okay. Der wird auch befüllt. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal zu dem. Er sollte auf jeden Fall... Boah, hoffentlich kommen die sich jetzt nicht in die Quere. Oh, das sieht nicht gut aus. Oder doch? Okay, wo fährt der jetzt hin? Hallo, fahr mal ab. Okay, jetzt fährt der jetzt ab, oder was? Es scheint so, als wenn er abfahren würde. Was er auch macht. Nicht wundern, ich bin extra hier lang gefahren. Weil, ja, es könnte ja noch ein anderer Schlepper entgegenkommen. Deswegen habe ich da extra so ein bisschen Platz gelassen. Also versucht auf jeden Fall. Da habe ich auch extra die Kurve enger genommen. Und das ist ja egal. So, jetzt ist die Frage. Der andere, der dürfte jetzt gleich auch voll sein. Aber der... Warte. Ja, läuft schon mal gut bei ihm. Fruchtumfahren aktiviert. Ja. Ich sehe davon aber gar nichts. Der ist voll. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe. Wir schauen jetzt einmal dem zu. Der Case Puma hat 17,5%. Ja, okay, jetzt fängt er an, voll zu werden. So, wir sind an der BGA angekommen mit dem Ding hier. Fahren jetzt einmal hier rein. Fahren dann ans rechte Silo. Und jetzt.
Abladestelle erreicht. Fahr 5. Ja, der kann auch 6 km fahren. Hallo, wo war das hier? Ja, tank mal ab hier. Wieso 1? Jetzt fahren wir mit 6 km/h, Kollege. Wenn er immer noch zu langsam ist, dann... Oh, das ist, glaube ich, sogar zu schnell, oder? Oder passt das? Ah, das ist zu schnell. Ah, das ist halt scheiße, ne? Okay, dann schauen wir bei ihm mal. Was macht der? Wo fährt der hin? Was hat der vor? Wo fährt der denn jetzt lang? Okay. Der hat irgendwie nicht ganz begriffen, welchen Kurs er laden soll. Habe ich das Gefühl. Wo waren das? Kurs laden, das war doch... Wo waren das? Nee, das war ja hier oben. Feld 14, BGA, laden. Abfahrer einstellen. Abfahrer entlassen. Oh ja, okay. Ja, boah, Frame Drops vom Feinsten. Ja, hier können wir nicht drehen. Das hat jetzt keiner gesehen. Wir fahren jetzt einfach mal kurz hier lang. Alter, jetzt mach mal die Zeit schneller nach vorne hier. Man sieht ja gar nichts in diesem scheiß Nebelkack. Geschissen, ey. So, nochmal. Feld 14, BGA. So, jetzt können wir das wieder runterdrosseln. Sofort abfahren. Alter! Was macht der da? Was macht der? Was? Jetzt mal im Ernst, was machst du hier? Sofort abfahren, Junge. Sonst krieg ich hier... Fahr ab jetzt. Abfahrer entlassen, Abfahrer einstellen. Fahr die Scheiße jetzt ab. Abfahrer entlassen, Abfahrer einstellen. Sofort abfahren. Okay, klappt sehr gut. Klappt nämlich gar nicht. Und wenn wir das jetzt einmal manuell abfahren. Und werden mal gucken. Alter, so Problematik hier. Der ist da, okay. Dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen weiter aus. Spielt ja keine Rolle. So, gib Gas. Zur Not fahre ich ihn auch selber, ist mir egal. Okay, der andere wird beladen. Das ist sehr schön. Mach das scheiß Licht aus. Warum man nicht? Wir haben 8 Uhr morgens.
So, hier links geht es ja zur Kuhweide und die nächste fahren wir rein. Okay, fertig und go, 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 go. Der hätte schon längst da sein sollen hier wieder. Mann, 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 ey, was für Problematiken hier, ey. Der andere lädt gar nicht erst richtig ab. Okay. So, wir werden jetzt mal den Kurs laden. Feld 14 BGA. Lad den Kurs. Kombiniert. So, Abfahrer einstellen. Und der hat irgendwelche Schwierigkeiten, der lädt einfach nicht ab. Was hat der für Schwierigkeiten? Okay, der ist jetzt zwar noch voll. Okay, warte, der wird beladen. Und der fährt jetzt zur BGA. So, ich hoffe 6 km/h. Nein, wir machen das auf 5 km/h. So. Mann, ey, das muss doch langsam mal klappen hier. So, und dann, das ist jetzt ein guter Test, um zu gucken, ob die sich in die Quere kommen, ja oder nein. Also vom Abstand her würde ich schon sagen, nein. Da könnte es eng werden, weil ich die nicht gut genommen habe, die Kurve. Aber der kommt jetzt. Oder? Ah, da kommt der erst, okay. Aber wenn die sich so begegnen, dann habe ich nichts dagegen. Zack, hi Kollege, fahr weiter. Finde ich sehr schön. Ja, der fährt jetzt dahin. Der ist fast voll. Okay. Jetzt wartet er auf den anderen. So, bitte lass den abtanken. 5 km/h. Abladen BGA 5 km/h. Das sollte reichen. Okay, da steht zwar 60 drauf und der fährt nur 50, aber ist mir egal. Das interessiert mich nicht. So, und jetzt bitte, lad richtig ab.
Hallo, lad doch ab! Was ist dein Scheißproblem? Ey, da ist doch noch jede Menge drin. Klar, fahr ohne Hänger weiter. Und ohne Gewicht. Läuft bei dir. Jetzt nimm die Scheiße auf, ey. Du Schwachkopf, Alter. Ist mir scheißegal. Ist doch nicht normal. Der nächste, lad ab, bitte. Der driftet zwar ein bisschen vorne. Komm schon, bitte. Ey, der ist ja noch nicht mal voll. Alter Schwede. Ja, super, wieder abtankt. Super. Ah, jetzt fängt er es an. Aber er zieht es durch. Okay. Was auch immer er denkt, da zu machen. Aber er wird auf jeden Fall leer. Und er, was macht er hier? Was macht er hier? Hallo, sag mal, bist du besoffen oder was? Ich glaube, der Cosplay, ja, der Cosplay ist total für den Arsch. Ich glaube, wenn man mehrere Fahrzeuge einsetzt, da kommt der gar nicht mit klar. Was macht der hier? Ja, wo fährt der denn jetzt hin? Ich hatte hier, ne? Hallo? Ja, okay, okay. Ich werd bekloppt. Nochmal. Weg. BGA. Laden. Ich werde gleich bekloppt hier. Du fährst jetzt hier lang. Fährst du hier hin. Und hier. So, Freundchen der Nacht. Jetzt ist aber Schluss hier. Lad die Scheiße hier. Einstellen. Jetzt fahr ab hier. Ja, Fruchtumfahrung, ne? Ist zwar aktiviert, sieht man hier auch irgendwo, wo war der da Fruchtumfahrung aktiviert? Ja, ja. Ja, aber fahr durch den Bestand, ist kein Problem. Ja, ja, machst du schon, ne? Ist cool. Alles take it easy. So, du fährst jetzt zu BGA hoffentlich. Sonst, ich flippe sonst aus, Tier. Das ist ein Witz. Wenn du jetzt abbiegst, ne? Fahr weiter. Und du auch. Du machst auch hier diese 5 km/h. So. Ja, irgendwie hat der jetzt hier einen Wurm drin. Ach so, okay, ich habe nichts gesagt. So, und der fährt jetzt hoffentlich
automatisch zu diesem Freund. Andere Seite. Ja, nicht auf die linke, auf die rechte Seite ist in Ordnung. Okay. Okay, okay, okay. Okay, das macht er. Sehr schön. Und der fährt schon mal dahin. Okay, und jetzt ist er da. Boah, jetzt komm bitte. Allrad ist an. Kipp ab. Kipp ab. Kipp ab. Ich verstehe das nicht. Warum macht er das? Jetzt kipp ab, du Bimbo! Okay, Leute. Es gibt hier einiges, was noch geprüft werden muss. Aber ich weiß absolut nicht, was. Und ja... Oh Gott, 21 Minuten schon das Video. Oh Gott, es schreit. Aber egal. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.